Hi. Ja, meinem Daumen geht es mittlerweile ein bisschen besser, wie man sehen kann. Es verheilt ganz gut. Und das ist mit einer der Gründe, warum ich dieses Video drehe. Das ist nämlich, da habe ich ausgelassenes Schweinefett reingefüllt. Also man kann das als Rückenspeck kaufen. Man tut es in die Pfanne, erhitzt es. Und dann wird es flüssig, dann kann man das in jeden Behälter reintun. Ich habe es jetzt hier in so eine alte Thunfischdose reingetan. Und wollte euch zeigen, was man sonst noch so damit tun kann. Außer, also ich schmier es mir wirklich hier auf diese Kruste drauf, um die jetzt gerade bei den kälteren Temperaturen geschmeidig zu halten, damit die nicht aufbricht. Und der ganze Scheiß von vorne anfängt, weil es halt wirklich sehr gut. Da bin ich sehr erstaunt drüber. So, und wenn man zum Beispiel abends nichts wirklich so zu tun hat, dann kann man sich das zum Beispiel nehmen, nimmt sich so seine Tools zur Hand, hier in dem Fall meine S-String-Axt, nimmt sich ein bisschen was auf den Finger von dem ausgelassenen Schweinefett und kann damit schön die Scheide zum Beispiel einreiben, um die vor Wasser, vor Regen oder sonstigen Umwelteinflüssen, die man so draußen hat, zu schützen. Das geht nicht nur hier bei solchen Ledertools oder Ledersachen, die man fürs Bushcraften benutzt. Das geht auch bei normalen Schuhen und ist eigentlich auch günstiger. Wobei wir wieder bei meinem Sparen sind. Ich reibe das ausgelassene Schweinefett. Wie heißt denn das in Amerika? Lard, also Lard, L-A-R-D. Reibt das auch hier rein. Man kann es übrigens auch benutzen, um sich die Hände einzucremen oder es als Lippenbalsam zu benutzen. So, und wenn ich das hier drin schön verrieben habe, in der Scheide drin, dann wird es ja auch mit der Axt selbst oder mit dem Ball vielmehr selbst auch in Kontakt kommen, wird es dann auch schön schützen, so dass sie nicht rostet oder zumindest besser geschützt ist vor Rosten. Das ist ja das Problem, was wir Bushcrafter haben, dass unsere Metalltools schnell rosten, selbst wenn da drauf steht, rostfrei. So, der Griff hier, der ist ja auch aus Leder. Den kann man auch schön einreiben. Andere machen das mit irgendwelchen Tüchern. Ich mache es lieber mit der Hand, dann habe ich bessere Kontrolle drüber. Und wenn man sich dann das Ergebnis ansieht von vorher und nachher, dann wird das doch etwas dunkler. Ich hoffe, man kann das sehen. Dann wird das doch etwas dunkler. So, und zum Beispiel meine Grinsworth Brooks Small Forest Axt. Da braucht der Axtkopf, die Schneide, besondere Vorsicht und Pflege. Kann man auch ganz gut den Griff einreiben. Nicht allzu viel, das zieht auch eher ein. Also man soll nicht meinen, dass es hinterher wie geölt oder gewachst ist, so dass man davon abrutscht. Ich mache das jetzt nicht zum ersten Mal heute. Ja. Ich sehe da, die Lichtverhältnisse sind ein bisschen schlecht. Das zieht ein und schützt das Holz davor, im Wald aufzuquellen, wenn es regnet, oder dass es sich zusammenzieht, wenn es heiß ist. Zieht also über Nacht ein. Mach auch die Scheide schön geschmeidig damit.
schön mit der Rinderscheide drin. Das ist übrigens ein ziemlich beschissenes Wort. Scheide. Zumindest wenn es um solche Sachen geht. So, und jetzt noch meine Wörterlings Forest Axt, die ich mir dann zuerst mal den Scheide vor. Dann würde ich mir jetzt gleich erstmal einen schönen leckeren Schluck Glühwein gönnen. Weil mich hat schon wieder dieses Jahr, ich glaube jetzt das dritte oder vierte Mal, die Grippe eingeholt. Und ist diesmal so übel, dass ich Schweißausbrüche habe. Ich gehe natürlich trotzdem arbeiten. Bei mir in meinem Beruf ist das immer, wenn da jemand ausfällt und ein LKW steht, bleibt stehen, verdient kein Geld. Das tut den Chefen. Chef ist dann doch ganz schön weh, ne? Also machen wir uns nichts vor, die schenken einem ja nichts. Und ich sag mal so, wenn man wirklich abends nichts zu tun hat, sonst kommt man nichts im Fernsehen, außer jetzt zum Beispiel auf D-Max, die Mondscheiners. Ist das eine nette Beschäftigung für abends. Ein bisschen. Ich nehme also für den Griff nicht allzu viel, ne? Und da ich das, wie gesagt, schon öfters gemacht habe, weiß ich, dass ich, wenn ich das jetzt morgen früh anfasse, das Holz, dann ist das eingezogen. Und es verleiht dem Holz doch ein schönes Finish, macht es etwas dunkler, satter. Als allerletztes nehme ich mein helle Eggen, womit ich mir diesen Schnitt hier am Daumen zugezogen habe. Ich habe das noch nicht erzählt, wie das passiert ist. Also ich war im Wald und war, ich habe das Messer eingeweiht, für mich, ich habe es getestet für mich. Und da kracht ein Ast neben mir runter. Und ihr müsst jetzt genau gucken, was ich mache mit der Hand. Ich drehe mich rum. Oh. Ja. Und denke, was wird denn so warm an der Hand? Also, so habe ich mich bewegt. Einmal über den Daumen gezogen, noch nicht mal mit Gewalt oder mit Druck. Und da war die ganze Ecke weg. So, aber wie gesagt, nach zwei Wochen, wir haben jetzt heute Donnerstag. Ja. Dienstag vor zwei Wochen ist das passiert und ist halt wirklich sehr gut. So, er hat einen schönen Birkengriff, eine hübsche kleine Lederscheide. Wieder nochmal, ich mag das Wort nicht so gerne. Muss man die Scheide schön mit einreiben, die glänzt dann wie so eine Speckschwarte. Ich mache das noch ein bisschen drin. Das, was ich jetzt eh schon an den Fingern habe, das reicht für den Griff. Und man soll aber auch nicht meinen, dass wenn das auch vom Schwein ist, dass es salzig wäre, wie sagen wir mal Bacon oder sowas. Ist nicht so. Also wenn man das, diesen Schweinerücken heißt das, ich meine Schweinerücken, wenn man den ausgelassen hat in der Bratpfanne, da bleibt nicht mehr wirklich viel von übrig. Höchstens mal so eine Kruste, wie man die von Schweinespeck her kennt, aus einer Tüte. Und der Rest,
Der ist dann so weiß wie ganz normaler Schmalz. Wirklich beschissene Lichtverhältnisse hier, mitten in der Wohnung. Ich hoffe, man kann das sehen. Also es greift dann das Metall auch nicht an. Verleiht dem Griff und der Scheide ein schönes Finish. Ja. Wie gesagt, dieses Schweinefett. Man kann es benutzen, um die Hände einzureiben. Ich habe jetzt genug Fett an den Fingern. Na, im Winter besonders gut. Und das hier ein bisschen vorne auf diese Haut, die direkt am Nagel dran ist. Viele werden das wohl auch kennen, so wie ich im Winter, dass sie schon mal einreißt, was ziemlich schmerzhaft ist. Wenn man die dann mit einreibt und dann wird die auch sehr weich, dann kann man die auch schön zurückschieben. Und wie gesagt, als Lippenbalsam ist das gut geeignet oder wenn es wirklich draußen flirrend kalt ist und man will unbedingt raus. Ich halte da nicht so viel von ganz normalen so Gesichtscremes und so. Dann nehme ich lieber das. Als Lippenbalsam zu benutzen. Und das war's schon. Danke fürs Zuschauen. In unserem nächsten Video. Prost. Bis dann. Tschüss.